So, Hallöchen. Ich mache das Video jetzt nochmal, weil ich habe hier irgendwas ganz Komisches gehabt. Und ich muss euch das leider so zeigen, weil anders geht es nicht. Das, was ich noch hier habe, funktioniert da nicht. Ich habe hier noch so ein AV zu HDMI, also Composite in HDMI out. Funktioniert nicht, kriege kein Bild raus von dem C64 oder C128. Ich habe hier noch so einen USB-Videograbber damit auch nicht. Ich habe jetzt hier die Test-Demo-Diskette, wie auch immer. Ich glaube, ich habe sie jetzt schon geschrottet. Ich hoffe nicht. Das Programm hier, das musste ich mir aus dem Internet ziehen. Ich versuche das jetzt einfach mal, nochmal. Ich habe an dem Laufwerk noch nichts weiter gemacht, als wie das, was ich damals gemacht habe, das einfach zusammenschrauben. Das sieht jetzt mit der Diskette gut aus. Ich werde ihn aber gleich nochmal aufmachen. Ich werde nochmal die Körbe reinigen. Weil ich habe hier nämlich das Problem, dass andere Disketten so weit nicht hinhauen. Von der Diskette kann ich eigentlich laden und machen und tun, wie ich will. Das funktioniert alles. Ja, nach Track 18 kann ich jetzt sagen, ist es okay. Das kann ich jetzt so, das würde ich so lassen. Ich würde da nichts machen. Nach dieser Diskette. So, jetzt wollen wir nochmal gucken. F1. Und ich wollte mal den Speed-Test machen. Error. Das Laufwerk dreht sich nicht. Performances, wenn der Sektor, noch mal Sektor View. Okay. Performance-Test weiß ich jetzt nicht. Also die ist jetzt eigentlich, ja, die schreibt geschützt, da könnte nichts machen. Formatting, ja. Nein. Again, nein. Reverse Knock. F2 mal. Moment. F8 ist Exit. Motor on off funktioniert nicht. Weil wenn ich Motor on off versuche, geht nicht. F8 Exit, ja.
So. Da macht er den Motor aus. So ein Speedcheck kann ich nicht machen. Ich brauche die Diagnose, die Cartridge. Geht nicht anders. Fast Forward Format, nein, Error Scan. Directory. Funktioniert. Error Scan. Und wenn ich jetzt aus der Box noch ist ja auch eine industriell gefertigte, denke ich mal, sollte ja theoretisch hinhauen, diese 64er. Wenn ich die jetzt probiere, dann Bad Sectors 2. Was weiß ich, hatte er vorher nicht gehabt, aber ich sehe das hier auf der Diskette, da sind Schleifspuren. Oh, das sieht nicht gut aus. Jetzt nehme ich mal die 64er. Nehme ich nochmal. Jetzt läuft der Motor wieder nicht. Irgendwas hat er. Jetzt läuft der Motor wieder. Jetzt sagt er mir wieder relativ gut. Also ich habe mit dem Laufwerk nichts gemacht. Ich werde das gleich nochmal aufmachen und nochmal die Köpfe reinigen. Weil irgendwas ist hier noch nicht ganz koscher. Jetzt ist er bei plus 18, plus 24, plus 5, plus 0, plus 0, plus 0. Ja. 35 ist er bei minus 99. Ich schraube den gleich mal auf und gucken wir mal die Körper an, weil so sah die Diskette vorher nicht aus. Die sah besser aus. Nicht, dass ich mir die jetzt schon hinüber gemacht habe, aber ich würde sagen, das Laufwerk ist justiert. Auch wenn das teilweise hier komische Sachen produziert hat vorhin. Es kann aber mit dem Raspberry Pi zusammenhängen, weil der noch dran hängt, der Pi 1541. Weil ich das Programm, ist eigentlich ein Cartridge-Programm, das gibt es aber auch einmal als Disketten-Image. Dieses Diagnostikprogramm. Und sonst kriege ich das nicht hin, aber ich würde sagen, das Laufwerk ist justiert, da ist nichts anders. Und jetzt habe ich mir mal ein Reset. Ja, da ist jetzt keine Diskette drin. Und wenn ich jetzt noch mal ein Reset mache mit C64, geht er wieder dahin. Also ist der Raspberry jetzt als Cartridge geladen? Nee, das kann nicht sein. Den Raspi kill ich jetzt einfach mal. So, jetzt mache ich noch mal ein Reset. Ist immer noch drin. Ich schalte ihn jetzt aus.
Das hatte ich vorhin auch und deswegen habe ich das Video abgebrochen und habe es nochmal gemacht. Schalte ich ihn wieder ein und halt die Commodore-Taste gedrückt. Er startet nicht durch. Warum startet der nicht durch? So. Ich warte jetzt noch mal ein Weilchen. Kann sein, dass da noch ein bisschen Saft drauf hängt, was nicht sein darf. Ich warte noch ein Weilchen. So, jetzt ist er wieder da. Gut, ich schraube ihn jetzt auf und werde mal die Körbe reinigen, dann könnt ihr auch noch mal einen Blick mit ins Innere machen. Ich hätte euch gerne das Bild vom Monitor direkt gezeigt, aber ich muss leider den Monitor hier abfilmen. Es geht nicht anders. Ich will mir noch mal die Körbe angucken, wie die jetzt aussehen. Vielleicht nehme ich auch noch mal ein Endoskop und wir gucken noch mal zusammen mit einem Endoskop auf die Körbe. Das müsste da hinten hängen oder ich habe da oben noch eins. Gucken wir mal. Ich bin dann gleich wieder da. Oha, ich bin hier gerade am Trafo anfassen, der ist sehr warm. Der glüht fast, der Trafo ist fast am Glühen. Das kann doch nicht normal sein, oder? Ich habe jetzt hier auf den Kopf gezoomt, aber... Also der Trafo ist fast am Glühen. Sollte ich immer die 9 Volt AC wegnehmen? Oder ich muss die Sicherung rausnehmen? Warum glüht er so dermaßen? Der eine Elko hier ist auch relativ warm. Na, ist egal. Ich bin jetzt hier am Kopf nochmal am gucken. Habe jetzt hier da mal rauf geguckt. Also, die sehen gut aus. Also zumindest das, was ich sehen kann, sieht gut aus. Ich brauche mal kurz das ISO und die Dings, die... Das war nicht beabsichtigt. So, Mann. Wartet, Stäbchen. Dumme Kindersicherung hier. Ein bisschen ISO. Das ist jetzt der untere. Ich weiß nicht, ob er das jetzt so scharf gestellt hat. Aber da ist nichts. Mal den oberen. Das auch nichts. Kein Abrieb, nichts. Kein Abrieb, nichts. Also das sieht gut aus. Gut, die Disketten sind, ich weiß nicht wie alt. Er hatte die wohl irgendwie 30 Jahre lang im Schrank liegen. Kann sein, dass die jetzt ein wenig... Ich glaube, da ist, da sehe ich was. Will ich aber jetzt nicht abmachen, dann ist es wirklich verstellt. Und zwar, oh, diese Kindersicherung immer. Ist ja schön und gut, aber man muss doch da auch selber rankommen können. Und zwar, ich stand mal an der Seite, hier auf diesem Rad, da sehe ich Dreck. Ist nicht sauber. Nee.
man kann das sehen. Das Rad ist nicht sauber. Das sollte natürlich schön sauber sein. Sollte aber theoretisch nichts ausmachen mit der Justierung, aber wenn der Durchmesser nicht mehr passt, dann passt ja auch die Justierung nicht mehr. Da kommt auch noch was. Aber ich schraube da nichts ab und mache da nichts. Nimm mal noch einen. Ich mache das nochmal sauber. Das habe ich jetzt gerade gesehen. Und Zufall. Das ist soweit sauber. Sollte jetzt eventuell besser laufen. Ich hoffe es. Nochmal einen Tropfen Öl auf diese Gleitschiene hier. Mach ich mit Dings. Mit Wattestäbchen. Bisschen Öl dran. Und noch mal ein bisschen Schmierung. So. Das sollte jetzt da geschmiert sein. Die andere Seite. Ich weiß nicht, ob der da auch drauf liegt, aber müsste er ja. Ich denke mal, das passt. So. Pi ist noch an. Ich mach den Dings noch mal an. Gut. Go. 64. Ja. Yeah. So, den Pi. Ist noch auf Device 9. Brauchen wir nochmal Diagnostik. Xa. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ne? Mhm. 9. Ja, der braucht jetzt, glaube ich, das sind 8 Kilobyte oder was der da hat. 56 Blöcke. Die Diskette. Nochmal diese Demo. Test-Demo. Die ist ja used. Das ist ja eine justierte, sagen wir es mal so. Die ist ja justiert. Eine Test-Demo-Diskette sollte justiert sein. Oh, aber das Laufwerk an sich, also die Diskettenoberfläche an sich ist schon relativ. Ja. So, Align Space.
nicht auf den Tricks drauf. 18, 0, 12, 0, 18, 31, 12, 23, 0, 0, 0, plus 4, 0, 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 plus 9, 0, 0, 0, 0, plus 12, plus 0, plus 18, plus 12, 0, 0, minus 93. Okay. Das ist die Diskette. Das ist die Testdemo. So, naja. Jetzt nehme ich nochmal die 64er. Die war ja komplett 0. Fast komplett 0. Any key space. Plus 4, plus 50, 0. 24, 18, 0, 0, plus 12, 6, das ist 0, 0, 0, also nur der Anfang, die ersten 8, 9 Tracks, die ein bisschen daneben liegt. Kleines bisschen. Hier kann ich euch noch mal zeigen. Versuche ich euch mal zu zeigen. Ich nehme mal einmal so. Letzte 99, ja. Aber es ist, ich würde sagen, das Laufwerk an sich ist justiert. So, ich schalte ihn mal aus. Ich ziehe mal den Pi ab. Komplett. So, ich starte nochmal wieder im 64er Modus. Oder auch nicht. Oh. Geht wieder nicht. Weil der Trafo ist knacke heiß. Irgendwas hat die Kiste noch. Entweder ist da noch irgendwo ein Elko oder was der. Aber ich spüre jetzt hier nichts. Also von den ICs her. Ja. Ist nur der Sit, der warm ist, aber wirklich nur warm. Ich nehme euch als Ton ein bisschen weg. Der geht. Ja, der Wick ist ein bisschen warm, aber sonst merke ich hier nichts. Die Rams sind ist alles normal warm. Der Seilock ist. Also ich fühl da nichts, dass das irgendwie unnormal wäre. Ja, so, jetzt geh nochmal Go. 64. Ja. So. Nee. 0,8. Loading. Das ist die 64er Diskette. Lies mich. Diasho, Pharao, Eisvogel, Diablo. Unerwartet Pit, Install Pin, Magic Mouse. Aha. Ich weiß nicht, wie weit das noch geht. Maus, Titel, Sunset, Rückseite gespielt, bitte wenden. Black, lustig, Claudia. Rückseite bespielt.
Ja, ich weiß, man kann irgendwie denn auch die bei dem Laufwerk jetzt auch die Köpfe einfach so tauschen, dann brauche ich nicht eine Diskette drehen. Müsste ich mir aber noch mal raussuchen, wie das war. Irgendwie konnte man das machen mit Open Close, keine Ahnung was. Ja, das war zu schnell. Na, Mann. Schildsys Axel F. Axel F hört sich gut an. Dance at Night, Elise, Musikbox, Sample. Soundpack Demo, Voice Demo, MSE, Check Summer. Steht hier irgendwas drauf? Nö. XLF hört sich doch mal interessant an. Machen wir mal. List. Gehen wir mal darauf. Das hört sich jetzt mal ein bisschen interessant an. Könnt ihr sehen, wo ich denke mal, ne? Schauen wir mal. Ich hoffe, das funktioniert. Also bewegt hatte er sich am Kopf. Und jetzt nochmal. Ich hoffe, man kann es hören. Es ist jetzt auch ein bisschen leise geworden. Habe ich nicht getan. Wenn ich jetzt einfach mal Standard 0,8,1 mache, vielleicht tut er da ja was. Meistens funktioniert das ja. Aber wie gesagt, ich habe an dem Laufwerk nichts weiter gemacht. Ich hatte ja keine Disketten zum Justieren und geht auch nicht. Irgendwas im Speicher? Nee, auch nicht. Aber mal ein Reset. Ich habe das ja nur zusammengeschraubt und Musikbox, Sample. Kann man denn davon jetzt lernen? Alpha kommt, nee. Soundpack 1, Demo 1, Soundpack. Wir versuchen mal, also ich versuche es einfach mal. Loadings, oder muss ich erst die erste Seite? Keine Ahnung, aber ich habe das damals wirklich nur ein bisschen gereinigt, wieder zusammengeschraubt, in den Kopf da geklebt mit dem 2K-Kleber. Weil der ja war ja abgebrochen. Der Bump-Stop oder wie das heißt, da hinten, also für den Motor, der war lose. Den habe ich jetzt einfach Pi mal Auge wieder reingeschraubt. Zum Glück war der Track 0-Sensor nicht lose. Und es scheint zu funktionieren. Ja.
egal. Ich will jetzt nicht Elise hören. Wenn, dann wollte ich Axel Uff. Bin ich mal gespannt. Also als Axel Uff möchte ich auch mal gerne hören. So. Inventions ist Bach. Das ist, weiß ich nicht. Immer ein Schild. Axel F. Min nimmt er nicht. Dance at Night würde er auch nicht nehmen. Oder muss ich Axel F. mit Sys 49152 starten? Das kann nämlich auch sein. Irgendwie habe ich sowas im Kopf, dass das mit Sys irgendwie was auch zu tun hatte. Und nicht nur mit RAN. Versuchen wir es nochmal. Sys 49152. Egal, Alpha, Komma, Soundtrack 1, also egal. Mach das nochmal. Jetzt müsst ihr mal mitgucken. Tut mir leid. Auch wenn die Zeit ein bisschen länger wird. Aber ich weiß damals, als ich das Ding bekommen habe. Oder wie auch immer. Da. Tatsächlich. Ja. Gut. Aber als ich das Spiel damals bekommen habe, wie auch immer das war, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, weil wusste ich aber, dass es hieß, das Laufwerk geht nicht. Es hieß, das Laufwerk geht nicht. Das wäre kaputt, das würde keine Disketten lesen. Was habe ich hier gemacht? Ich habe das nur gereinigt, ich habe das nur, ja, gebrochen ist es wahrscheinlich, weil es so lange offen stand. Und es funktioniert. Jetzt habe ich noch mal die Seite 1 drin. Tja. Lies mich. Install Paint Magic Mouse. Sunset Ocean. Rückseite bespielt. Weg. Lustig. Claudia. Dia Show. Ich würde mal sagen, dir schon? Da steht Grafik. Probieren wir es einfach mal. Ja. Allerdings brauche ich immer noch die sagt schnell. Diagnostik-Cartridge, damit ich das Ding wirklich mal komplett durchchecken kann. Da muss ich mir zwar noch diese Test-Harness-Geschichte basteln mit User-Port und Kassetten-Port und Joystick und wie auch immer. F3. ZZ Top, ZZ Top, kann ja bestimmt lesen. Kalibrei oder was ist das? Ein Kollebrei? Weiter. Oder? Das ist ein Diabolo, ein Luftgewehrgeschoss.
Mach mal F7 Ende. So. Das ist interessant, was hier drauf ist. Gut. Jetzt nehmen wir noch mal die andere. Ich habe ja noch eine zweite von der. Disk 2 von 2. Das ist ja Disk 1 von 2. Wo ist die Disk 2 von 2? Boah. Okay. Mist. Latein. Gludi. Puh. Gisela. Latein. André. Kauja. Frau. Enzig. Andrea. Endert. Englisch. Kludi. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da war so viel am Anfang. Schulsoft. Vokabeltrainer. Nein, ich mache mal die andere Seite. Also die andere Seite hat auch was drauf. Einzelschritt, Videoetikett, Mülleimer. Das sieht irgendwie aus, als wenn das was für Geos wäre oder was. Mastercopy, Supercopy. Tape to Disk, Fastload, Fastload, Hypersafe, oh Gott. Springvogel, Notlandung. Komm, mach mal Notlandung, das hört sich gut an. Ich will mal eine Notlandung haben hier. Kaleidoskop. Ein Effekt, zwei Effekt, drei Effekt, vier Effekt. Noch tut er was. Aber was mich stutzig macht, ist, dass der Trafo hier so knackereist wird. Das ist jetzt ein Spiel. Controller. Da. Ja, nee, ist klar. Das ist geil. Ende, toll. Okay, hat sich ja gelohnt. Okay. Gut, aber gut. Laufwerk läuft. Ich habe da nichts weiter gemacht, als hier noch einmal kurz mit euch zusammen, einmal kurz nochmal die Krippe gereinigt. Einmal kurz da noch was gereinigt und einmal nochmal die Schienen geölt. Ja, Notlandung war jetzt, ja. Ich guck mir die mal in Ruhe durch, die Disketten. Das mache ich mal ganz in Ruhe.
Und wenn ich da was Schönes finde oder wenn ich meine, das kann man euch zeigen, dann zeige ich euch das. Und wenn ihr das gerne haben möchtet, versuche ich das irgendwie als Disk-Image zu speichern und euch zu geben. Das ziehe ich da jetzt nicht raus. Das war geil. Ja, gut, aber das war jetzt hier fürs Video. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.